Den Bogen kann ich brauchen. Ich hänge immer alles und Kopf über 100. Da kommt man nicht rein. Was ist denn Bumbanschuss oder was ist das hier für Ding? Ohne Waffe kann ich nicht jagen. Ich brauche eine Waffe. Genau. Okay, mal schon. Oh, wieder so ein Scheiß. Jetzt hier kein normales. Oh, das ist ein Auto. Ich schaff das. Natürlich. Spart. Und jetzt. Das Ding mal funktioniert. Erinnere dich an das, was du von Roth gelernt hast. Du kannst die beste Form und Technik der Welt haben, aber ohne Konzentration ist das nutzlos. Der Schlüssel für jede Waffe ist Konzentration. Dieser Hunger. Ich muss etwas zu essen finden. Auto. Auto hier. Es ist erneut passiert. Gefreiter Kosuke. Er hatte letzte Nacht Torwache. Niemand hat etwas gehört. Und heute Morgen fand man seinen Helm. Sonst nichts. Keine wegführenden Spuren, kein Blut, keine Patronenhülsen, nichts. Die anderen verdächtigen chinesischen Partisanen, manche sogar amerikanische GIs, diese Idioten. Sie haben keine Ahnung, was hier vorgeht. Es sind die Oni, die uns verfolgen. Ruhelose, böse Geister, die in den alten Gebäuden auf dieser Insel hausen. Wir sind Eindringlinge und sie beobachten uns. Sie warten. Die vielen Wracks, die Ruinen. Die ganze Insel ist ein Friedhof. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Oni uns holen. Wow, was ist denn das? Cool. Wie soll ich denn so jetzt gehen? Links oder? Scheiße. Ist doch ein Bunker, oder? Scheiß Dinge, du Pfarrer. Wow. Oh, aber tolles Mädel. Aber man kann schon tolle Sachen mit dem Mädel machen. Muss mich jetzt erstmal reinfügeln, das Ganze. Okay, einmalig. Cool. Boah, das ist ja cool, ja. Alles sind immer gut. Umso viel ist besser. Umso mehr, umso besser. Eine Art Behälter. Wer hat das zurückgelassen?
Müssen wir das hier rumwaschen. Hinter. Also die Möglichkeiten gibt es hier, ne? Scheiß den Elf mal ganz verschieden. Naja. Ja, mal hier mal. Das Ganze hier. Ja. Aber es ist unheimlich interessant gemacht. Da kann ich echt überlegen, wo man hin will, gell? Oh, das ist ja komisch, man. Mit Überlegung. Mal gucken, mal, wie der die schießt. Cool. Damit. Schön. Na ja, gut, mit dem Schuss habe ich natürlich einen Rehbock verjagt. Ja, ist halt so. Oh. Ich muss da was machen. Oh Mann, ich hab so nette Tiere, ja, schieße so. Aber damit sie überlebt, muss ich es wahrscheinlich machen. Also. Das gibt man schon nicht Schuss. Zauberer Schuss werden, sonst wird's nichts. Shit. Oh Mann. Schwierig. Mit Absicht selber vorbeigeschossen. Oh, es tut mir leid, aber... Entschuldige. Ja. Okay, zurück zum Lager. Lara, du wirst nicht immer moderne Geräte haben, die dir sagen, wo du bist. Wenn du lernst, Landschaft und Sterne zu lesen, findest du immer nach Hause zurück.
zurück ins Lager. Ich hab die gerade nicht gemacht. Ich hab keine Ahnung. Bin ich da gekommen? Oh Mann, sag's euch, das ist gar nicht so einfach. Sowas. Ja, das ist ja ganz toll gemacht, würde ich sagen. Weil die wieder werden, ja. Und uns haben wir. Du bist das Bag. Lebensgrüß. Ja, das ist ja cool, ja. Ey, ey, ey. Boah. Produktionsdaten. Was ist das alles? Hier spricht Conrad Roth, Kapitän der Endurance. Wir sind Schiffbrüchige auf einer Insel im Drachendreieck. Roth! Lara! Du lebst! Ganz ruhig. Bist du okay? Was ist passiert? Ich war erst am Strand und dann bin ich in irgendeiner Höhle aufgewacht. Da war ein irrer Mann, Roth, und eine Leiche. Oh Gott. Wo bist du jetzt, Lara? In Sicherheit? Es war alles so schrecklich. Es ist meine Schuld. Es ist alles meine Schuld. Lara, hör mir zu. Ich habe SOS von der Endurance gefunkt, bevor ich von Bord ging. Hoffentlich hat's jemand empfangen. Ich habe mit den anderen gesprochen. Wir sammeln uns auf meiner Position. Bitte komm und hol mich. Ich muss hier bleiben. Du schaffst das, Lara. Erinnerst du das Klettern am Snowden? Du hast gesagt, dass der Trick darin besteht, immer in Bewegung zu bleiben. Bewegung zu bleiben. Finde einen Weg den Berg rauf, durch die alten Ruinen. Und lass das Funkgerät an. Okay. Oh je. Der Zopf wackelt. Ist ja goldig. Musik. Das ist ja cool. Wo fange ich an? Okay. Ich bin Lara Croft, eine Archäologin von der Endurance, gestrandet auf einer Insel im Drachendreieck östlich von Japan. Dieser Ort ist unglaublich. Ich habe hier Jahrhunderte alte Wracks gesehen. Wir waren nicht die Ersten. Und ich weiß, wir sind nicht allein. Irgendetwas stimmt hier nicht. Wenn ich nicht von hier wegkomme, findet das hier vielleicht irgendwann irgendwer. Cool.
Also bis gleich.